Boah, das sind aber auch wirklich spektakuläre Bilder, Mensch, wie ihr euch da dreht vom Zehner runter, das ist wirklich toll. Sascha, vielleicht erzählst du mal, wie war die Ausgangslage in Barcelona vor eurem letzten Sprung? Vor unserem letzten Sprung, ja. Es war ziemlich witzig. Wir haben ganz gut durchgehalten, wir haben den ganzen Wettkampf stabil gemacht und haben dann natürlich mitgekriegt, dass die anderen Paare alle so ein bisschen geschwächelt haben. Und wir sind zwei Sportler, wir... Die Chinesen insbesondere. Die Chinesen auch und die Mexikaner auch und die Russen auch. Und wir sind zwei Sportler, wir wollen immer gerne wissen, wo wir stehen und gucken uns zwischendurch immer die Rangliste an und haben dann natürlich gesehen, dass wir auf dem ersten Platz liegen vor dem letzten Sprung und den wollten wir natürlich halten mit dem letzten Sprung und wir haben uns eigentlich gegenseitig nur motiviert, um das zu schaffen. Patrick, erzähl doch mal diese letzten Minuten, diese letzten Augenblicke, bevor ihr dann zum letzten Sprung ansetzt. Was macht ihr da? Wie läuft das ab? Na, also ich würde es eigentlich am liebsten als platonisches Gespräch bezeichnen, weil na wirklich, wir reden halt Unfug, wenn du es so nimmst. Ja. Aber es dient halt, dass man halt nicht schweigend gegenübersteht, sich nicht vielleicht wieder zu verrückt macht, weil es ging ja um Gold am Ende. Und dann sagt man halt, komm, jetzt machen wir nochmal einen schönen Sprung. An sich total blöde Aussage, ja. Wollen wir ja immer machen. Aber es dient einfach dazu, ein bisschen Ruhe reinzukriegen und probieren eben den Sprung so wie im Training zu machen. Das habe ich schon häufiger mal gesehen. Geht ihr denn auch häufiger, also geht ihr denn auch nochmal direkt vorm Sprung? Ich zeige das mal in die Kamera, so ein bisschen so, nochmal so in Gedanken, diesen ganzen Sprung durch mit den sämtlichen Schrauben und Drehungen und so weiter? Nee, das eigentlich nicht. Also wir versuchen eigentlich, also wir machen eine Vorübung nochmal im Landbereich, so ein bisschen Erwärmung, vielleicht auf dem Trampolin und nochmal synchronen Absprung zusammen. Aber ansonsten versuchen wir uns wirklich nur darauf zu konzentrieren, was wir auch im Training gemacht haben und uns halt zu sagen, dass wir das können. Also wenn wir den Sprung so wie im Training machen, sind wir Erster und das haben wir gemacht, denke ich. Habt ihr ja auch gekonnt. Also das ist, schauen wir uns noch mal den Sprung an. Man darf sich auch nicht zu nervös machen lassen. Gucken wir uns mal an, diesen letzten Sprung bei der Weltmeisterschaft in Barcelona. Der Sprung, der dann letztendlich Gold gebracht hat. Müsst ihr jetzt kommen. Als Mats haben wir ihn vorliegen. Guck mal. Ja, eine Schraube, könnt ihr vielleicht mal was dazu sagen? Wie oft dreht ihr euch da? Und also das waren 2,5 Seiten rückwärts mit 2,5 Schrauben. Jetzt, wenn man Zeitlupe sieht, man, dass es vielleicht nicht ganz perfekt synchron war, aber davor haben wir es ja schnell gesehen, da lassen sich kaum Unterschiede sichtbar machen. Und das war ein super Sprung, einer unserer besten, glaube ich, den wir die Saison gemacht haben. Und das ist jetzt sozusagen unser Goldsprung. Ja. Und die Wertungsrichter, die sehen das ja nicht irgendwie in Zeitlupe oder sowas, sondern die sehen das ja auch nur in dem Moment genau in der Originalgeschwindigkeit. Genau. Die müssen direkt die Wertung eintippen, wenn sie den Sprung gesehen haben. Und die haben eine Sekunde Zeit, sich zu entscheiden. Wie fühlt sich das für euch an, jetzt mit dieser Medaille Geschichte geschrieben zu haben? Ja, das ist riesig. Also ich habe es am Anfang, glaube ich, auch Sascha auch gar nicht so richtig geschnallt, dass wir einfach Weltmeister geworden sind. Also wir haben es schon mal geschafft. Guck dir mal diese Körper an, das ist ja sensationell. Ja, Mensch, das muss ich auch mal sagen. Darüber sprechen wir noch, okay. Mhm. Ja, also das war am Anfang noch nicht so richtig zu begreifen. Dadurch, dass es auch am Anfang der Weltmeisterschaften war, hatten wir ja noch viel vor uns. Also ich hatte noch zwei weitere Wettkämpfe, Sascha noch einen. Und wir mussten das ja auch ungewollt relativ schnell abhaken. Aber ich habe die Nacht schlecht geschlafen, also nach dem Gold, weil man liegt eigentlich im Bett abends und denkt sich, ich bin jetzt echt Weltmeister geworden. Vor allem zum ersten Mal in der Geschichte. Ja, eben. Also die ersten Männer, die sich Weltmeister nennen können, das ist schon was ziemlich Besonderes. Mhm. Bei mir war es auch ähnlich. Also ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich es auch noch nicht wirklich realisiert habe. Und ja, die nächsten paar Tage, die gingen einfach so wie im Film an einem vorbei. Ne? Man hat sich dann noch ein bisschen vorbereitet auf den nächsten Wettkampf, hatte im Hintergrund, ich habe Gold geholt. Also man hat es noch nicht so richtig geglaubt irgendwie. Mhm. Das war schon ein komisches Gefühl. Ihr habt so unglaublich viele Medaillen gesammelt bei Weltmeisterschaften. Das war jetzt die goldene zum ersten Mal vom Zehner, auch synchron. Europameisterschaften, Goldmedaillen, Bronzemedaillen, Silbermedaillen, auch vom Dreier, auch vom Einer. Also es ist auch in Einzeldisziplinen startet ihr. Erfahrene Leute, kann man gar nicht anders sagen. London 2012 bei den Olympischen Spielen seid ihr ja auch angetreten, zumindest als Mitfavoriten. Warum war das da so komplett anders als jetzt in Barcelona? Ja, wir haben uns definitiv eine Medaille vorgenommen bei Olympia. Also das war ganz klar das Ziel. Wir waren auch ziemlich gut im Training. Also es hat im Einspringen auch alles sehr gut geklappt. Es war dann halt dieser eine Sprung in der vierten Runde, der ein bisschen daneben ging, wo Patrick ein bisschen drüber war, glaube ich, und ich ein bisschen zu flach.
Und das macht in dieser starken Konkurrenz direkt schon so einen Schnitt, dass du fast gar keine Chance mehr hast, zumindest nicht das aufzuholen. Ja. Außer wenn die anderen natürlich fair waren. Ich muss sagen, es waren auch Olympische Spiele der Extraklasse. Also es waren durch die Bank weg super Leistungen von allen Sportlern mit minimalen Abstrichen. Auch wir waren nur mit einem minimalen Abstrich trotzdem siebter Platz, was sich ziemlich hart anhört, sind aber bis auf einen kleinen Fehler wirklich super gesprungen. Und das waren so kleine Welten, die dann zwischen... Ne? Ja. Das sind solche Unterschiede. Und es zeigt im Grunde umso mehr, wie fantastisch eure Leistung jetzt ist, dass ihr sehr souverän gewonnen habt in Barcelona. Gratulation nochmal von unserer Seite. Dankeschön. Toll. Die Medaillen sehen ja auch klasse aus, liegen hier so vor uns rum. Wir haben schon darüber gesprochen, einige von den Athleten, die da mitmachen, kennt ihr auch. Die haben auch bei den Meisterschaften vom 10-Meter-Turm mitgemacht, sind dann aber meistens nie so in die vorderen Ränge hineingekommen. Was ist schwerer, frage ich ganz einfach, vom 10er zu springen oder jetzt diese 28 Meter? Also was ist schwerer? Ich sag mal, die Sprünge, die kommen alle aus unserer Sportart, also die kommen alle vom Wasserspringen. Mhm. Und ich denke, ein Wasserspringer, der gut aufgebaut ist, der die Sprünge beherrscht, kann definitiv leichter zum Klippenspringen gehen als jemand, der jetzt von Null ankommt, weil das ist, glaube ich, fast unmöglich. Das geht gar nicht. Also man braucht diese Voraussetzung, um wirklich auch da hoch zu gehen und diesen Sprung zu machen, halt mit unten noch einer Barani dran, der halbe Salto mit halbe Schraube. Diese Voraussetzung braucht man definitiv. Aber Patrick, zum Beispiel beim euch wird ja wesentlich schneller gedreht auch. Ja, das ist ja schon erstens das, was es ausmacht. Deswegen ist auch ganz klipp und klar die Antwort, dass Turmspringen, also Wasserspringen schwieriger ist. Wir müssen in kurzer Zeit probieren, uns so oft wie möglich zu drehen, um den Schwierigkeitsgrad hochzuhalten und dann kopfwärts spritzerlos eintauchen. Die Klippenspringer müssen natürlich auch spritzerlos eintauchen. Aus 27 Metern ist es auch nicht mehr gesund, kopfwärts einzutauchen, das müssen wir dazu sagen. Mhm. Aber es sind alles Grundlagen, die im Wasserspringen gesetzt werden. Und Klippenspringen existiert nicht ohne Wasserspringen. Ganz einfach. Wie habt ihr beide eigentlich zusammengefunden, Sascha? Ja, das war eigentlich ziemlich spontan. Ich bin bis zur WM 2007 mit dem Heiko Meyer synchron gesprungen. Mhm. Und der hat dann seine Karriere beendet und bin erstmal so meinen Weg kurzzeitig weiter alleine gegangen, im Einzel. Mhm. Hab da ein paar neue Sprünge auch gelernt und ich glaube, es war Ende 2007, waren wir in China zum Wettkampf. Mhm. Patrick war auch mit und haben uns dort... Wir sind schon so lange ein Springerpaar, dass er da durcheinander kommt. Wir haben 2006 schon einen Wettkampf zusammen gemacht in China. Ja. Das ist doch schön, wenn man sich auch so gut miteinander 2006, versteht, ja, dass man sich auch mal anzieht. Da habe ich mich im Jahr vertan. Ja, oder? da war er mit seinem Synchronpartner nicht in den Wettkampf besetzt, aber ich war mit und wir haben uns dann gedacht, komm, wir springen einfach mal synchron. Also das ist an sich nicht so schlimm, wenn man mal für einen Wettkampf als Test mal den Partner wechselt. Das ist nicht so wild. Er ist weiterhin mit Heiko Meyer gesprungen und hat auch noch die WM mit ihm gemacht. Und danach hat der Heiko seine Karriere beendet. Und dann haben wir gesagt, okay, das war ganz gut. Ja, das hat gut geklappt und wir gleichen uns ein bisschen an und dann geht's weiter. Der erste Wettkampf war doch gleich Bronzemedaille, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben ziemlich gut zueinander gefunden, haben direkt zusammen gepasst und wir haben, 2008 den Weltcup zweiten Platz belegt, sehr gute Serie gezeigt und das bei Olympia wiederholt. Wie trainiert man eigentlich diese Synchronität, dass man das wirklich alles gleichzeitig macht? Das kommt viel aus dem Landbereich. Ja. Aus dem Landbereich? Ja. So nennen wir das. Alles, wo kein Wasser ist. Okay. In der Trockenhalle. Also wir haben eine Akrobatikbahn, Trampolins und eine Schaumstoffgrube, wo wir reinspringen können, um die Sprünge vorzubereiten. Und da lernt man viel, also die Absprünge im Synchron mit Saltos auf dem Boden und Rollen kann man auch synchron machen, also da holt man sich die Ansätze. Man muss aber auch schon eine natürliche, gleiche Art der Drehung wahrscheinlich besitzen, um zueinander zu passen. Ja, also Drehgeschwindigkeit, eine Grundvoraussetzung etc. muss da sein, also wenn Sascha jetzt zum Beispiel oder ich noch ein bisschen größer wäre oder er ein bisschen kleiner, dann würde das eigentlich schon auch körperlich nicht mehr so gut aussehen. Ich bin ein paar Zentimeter größer, aber nicht so, dass es extrem auffallen würde. Wir passen athletisch zueinander, wir können die gleichen Sprünge, wir sind technisch ungefähr gleich und dann sind es halt die gewissen Kleinigkeiten, die ein Synchronpaar zur Weltklasse hochbringen. Ja. Also es sind kleine Bewegungen, die es dann ausmachen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das zu Hause geht, aber immer wenn ich Turmspringer sehe, dann denke ich, um Gottes Willen, gerade noch mit dem Kopf oder mit dem Fuß am Brett oder am Turm noch vorbeigeschrammt. Das sind ja manchmal nur wenige Zentimeter, wenn man sich da so dreht, in die Schraube hinein, vom Absprung. Leider so. Patrick, du hattest auch mal einen Unfall. Wir zeigen die Bilder einfach mal. Man sieht es bei der zweiten Drehung. Da kommt er mit den Füßen an den Turm. Und boff!
Guck dir das an. Jetzt nochmal in. Das ist ja unglaublich. Guck, jetzt sag mal was dazu. Ja, also es ist ein Auerbach, hatte ich die ganze Zeit Probleme mit zu der Zeit und bin jetzt hier, an der Stelle, hört man es, mit dem Fuß an den Turm gekommen, habe die Orientierung verloren und habe etwas spät gestreckt. Daher kam ein ziemlich lauter Knall, wie man auch hören konnte. Boah, ich meine, das ist ein Bauchklatscher vom Zehner. So nennt man das, das ist ein klassischer Bauchklatscher. Was hast du dir dabei alles getan? Ich hatte ziemlich Glück, muss ich sagen. Also es gab keine inneren Verletzungen, ich habe ein bisschen Blut gespuckt. Hatte ziemlich viele Blutergüsse, ein paar offene Hautstellen im Bauchbereich, blaue Augen natürlich. Und das ging dann aber auch schon relativ schnell wieder weg. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Also da kann man auch locker mal Organprobleme bekommen. Also wenn ich da an eine Milz denke oder so. Die können das schnell reißen. Naja, und das, was halt das Schlimme war, oder sagen wir mal, oder was heißt nicht schlimm, sondern gut für mich, ich musste den eine Woche später schon wieder machen im Wettkampf. Da ging es nämlich dann um Olympia-Qualifikation und mir blieb keine andere Wahl. Das ist mein Standardsprung, das ist der Standardsprung in der Welt in dieser Sprunggruppe Auerbach. Und ich musste ihn gleich wieder machen. Damit war ich gezwungen, auch gleich gegen mich selbst wieder anzutreten, gegen diesen Sprung. Mhm. Und hat auch alles sehr gut geklappt und habe jetzt keine Probleme mehr damit. Und jetzt? Ja, stellen wir uns vor. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Aus dem Stand, weil sie zu Hause, bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Wir hatten schon mal so einen Fall, da hat jemand dann hinterher geblutet. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, live bei das. Schauen wir mal. Und bitte. Fertig. Und ab. Boah! Ey, cool! Das gibt's doch gar nicht. Super, klasse. Schön gemacht. Ja, ich meine, ne? Das muss man erstmal hinkriegen. So aus dem Stand, Salto rückwärts. Gerade bei Wasserspringern. Ein oben ohne Interview. Oder? Also Wasserspringer haben ja oder sollen ja doch tatsächlich die besten Körper von allen Sportlern haben. Das ist aber nett. Das ist ja, da komm, also das ist ja. Ich gehe mal davon aus, weil einfach jede Partie trainiert wird. Ja. Weil man alles braucht, alle Muskeln. Also diese ganzen Men's Health Magazine, die es da so gibt, Land auf, Land ob, da könntet ihr euch locker hinstellen und einfach mal die durchtrainierten Bauchmuskeln zeigen, ist cool, schon beneidenswert, wenn man so im Training ist. Kann ich nicht anders sagen. Patrick, wie fing das bei dir an mit dem Wasserspringen? Ja, ich glaube, so wie bei fast jedem Wasserspringer, mehr zufällig als gewollt. Also ich wurde in der Schule früher gesichtet, Erstklässler, 6 Jahre alt. Und habe dann am Ende des Sportunterrichts in der Schule einen Flyer bekommen von den Sichtungstrainern, wurde sozusagen gescoutet. Hier zeigen wir übrigens mal. Sehen wir, ja, da bin ich, glaube ich, ein knappes halbes Jahr beim Springen. Ja. Und da kannst du, hast du schon was drauf. Ja, einer seiner Versuche. Wichtigsten Sprünge. Achtung. Ja, Grundlage. Und zack. zu der Zeit ging es los. Ne? Also es war 1996 und habe dann geschnuppert beim Training, habe Probetraining mitgemacht, habe das weiter verfolgt und habe dann so mit 9, 10 Jahren das auch richtig leistungssportmäßig dann betrieben. Mhm. Bei dir, Sascha, wie fing das bei dir an? Später? Bei mir? Viel später, ne? Nee, früher. Also ich war schon älter, ich war 8,5. Das war 1994. Ich bin zufällig auch durch einen Freund dahin gekommen. Ich habe vorher sämtliche andere Sportarten gemacht. Ich bin geschwommen, habe geturnt, war im Tennisverein, so jeden Tag was anderes gemacht. Und ein damaliger Klassenkamerad, der hat mich dann mal mitgenommen zum Wasserspringen. Das war 25 Kilometer entfernt von meinem Wohnort. Deswegen hat mich die Sichtung nicht erreicht, so wie es bei Paddy war. Ja. Und mir hat das so gut gefallen, dieses Turnen und dabei noch ins Wasser und drehen und dass ich halt dabei geblieben bin. Es wurde dann immer mehr, dann sollte ich 2-mal kommen, 3-mal, 4-mal und ich glaube auch so 2 Jahre später, 3 Jahre später war ich schon jeden Tag da. Der erste Salto vom Zehner, sag mal. Der erste Salto, oder? Ich hatte, glaube ich, als Kind schon Schiss vom 3 Meter, als ich angefangen habe. Man kommt dann irgendwie rein, muss sich immer wieder überwinden und wann war ich denn zum ersten Mal auf 10 Meter? Ich bin bestimmt schon als Kleiner mal so runtergesprungen. Mhm. Man gewöhnt sich dran. Ja, also Sie müssen es zu Hause nur häufiger mal machen, ne? Vom Zehner, dann gewöhnt man sich dran. Vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen beim Wasserspringen, dass die Jungs und Mädels, die haben immer so ein Tuch dabei. Das ist ja so eine Art, ich weiß gar nicht, was das ist. Sascha, Patrick, könnt ihr das mal kurz erklären? Ihr habt es ja auch mitgebracht. Das ist das Leder? Genau. Oder? Das nennt sich Leder. Das hat jeder Springer. Also es gibt keinen, der das nicht hat. Damit ledert man sich ab. Genau, es ist dazu da, den Körper trocken zu machen. Also die Wassertropfen wegzumachen. Der Unterschied ist halt zum Handtuch. Handtuch wird nass, bleibt auch nass. Das ist halt an sich, jetzt mal extrem gesagt, halt fast wie ein Waschlappen. Ja? Wir haben den aber immer bei. Man nennt ihn auch den besten Freund des Springers.
Weil wir halt immer abgetrocknet sein müssen, wenn es um die schweren Sprünge geht, gerade in den Hockpositionen und in den Hechtpositionen. Und auch, es ist doof, wenn unser Kopf nass ist und alles runtertropft, während wir dastehen und uns konzentrieren. Und dafür ist es halt immer dabei. Das Leder immer dabei. Also wie andere Leute haben. Kann man es einfach ausspringen und es wieder trocken, kann es wieder benutzen. Andere Leute haben das Handy immer dabei. Patrick Hausting, Sascha Klein, eure Karriere nach der Karriere als Wasserspringer. Erstmal Europameisterschaften nächstes Jahr in Berlin. Sascha, ganz kurz, was planst du für die Karriere danach? Ja, es geht weiter. Wie gesagt, in Berlin, die EM ist unser ganz großes Ziel und den Europameistertitel und wieder zu verteidigen. Gibt es noch eine EM in Rostock wieder und dann kommt Olympia, aber alles Schritt für Schritt.